Guten Tag. Die Apokalypse geht weiter. Ja, Let's Play Project Zomboid, Folge irgendwas. Und wir haben heute noch ein bisschen was vor uns. Das ist fertig. Das hier. Dort ist ein, könnte ein Lebensmittelgeschäft sein. Ich würde sagen, ja, ich gehe jetzt mal so und dann hier rüber. Und dann machen wir hier vielleicht so mal einen Abstecher nach hinten. Und dann gucken wir uns auch noch das große Gebäude an. Wir sehen es dann. Aus dem Forschungsgebäude Finnegan oder wie es hieß, sollte nicht mehr so viel rauskommen. Und ich suche eigentlich immer noch händeringend nach VHS-Tapes und nach Essen, ja. Und was wollte ich sagen? Ah ja, Tischlerei 3, genau, das Lernbuch. Wie schön ruhig es hier sein kann. So. Die machen wir natürlich weg. Landwirtschaft 4 haben wir auch schon, ja. Ja, super. Bereits im Rucksack. Nix. Oh, und da wir schon wieder eine Folge weiter sind. Wo habe ich gesagt, ist das Maximum? Ich mache erstmal bis 2,5. Guten Tag. Der hat sogar einen Schlüpper, die passend zu seinem EOD-Suit ist. Das ist geschmackvoll. Ja, Olivenöl. Auch nicht schlecht. Kann ich wieder meiner Salatobsession nachkommen. Hier war nichts drin. Nee. Kfz, die Zeitung nehme ich mit. So ein Scheiß. Meine Güte. Also dass halt so ruhig ist, ne? Dann oh, nee. Jetzt muss ich gleich mal was schauen. Teilen die sich hier den Balkon? Warum habe ich das nicht eigentlich schon immer so gemacht? Oh Gott, die Kommentare. Ich ahne, was kommt. Kawaii Sports Winter Jacket. Die würde für das Wetter besser passen als das, was wir gerade anhaben. Wäre natürlich nicht so bisssicher und so. Und außerdem gucken meine Arme schon mal durch. Aber ich schau mal kurz. Temperatur. Isolierung. Warte mal. Antike Lederjacke anziehen. Ja, ist schlechter. Wir nehmen das hier. Was passiert, wenn ich den Hut anmache? Oh, sieht noch beschissener aus. Moment. Hut auf. So. So ist besser. Passt schon mal so. Office-Shirts. Blöd Zombies. Eure. Jetzt können wir mal was ausprobieren. Das wollte ich schon länger mal machen. Nämlich
den da nehmen. Ausrüsten. So. Hier könnte man die Ohrhörer reintun. So, und dann... Was passiert, wenn ich jetzt hier das abspiele? Mein Rucksack. Press Play to Start. Ach so, abspielen. Mhm. Electronic Beats. More than $7 billion is spent to tackle some of the worst problems in developing countries, such as poverty, disease, and cancer. Mr. Clinton agreed to his first one-on-one interview ever on Fox News Sunday. The ground rules were simple. 15 minutes for our sit-down split evenly between the global initiative and anything else we wanted to ask. But as you'll see now in the full, unedited interview, that's not how it turned out. Also ist, die haben hier komischen Musikgeschmack, das muss man mal so festhalten. Na gut, dann haben wir das auch mal gemacht. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet jetzt von der Sache. Dass tatsächlich Musik spielt. Wenn man was nicht ist, ist es nicht. Kann ich auch nicht ändern. Gut, gut. Zurück zum Baseballschläger. Und in die Nachbarwohnung. Geschlossen. Macht nichts. Wir können ja hier rein. So, Tischlerei 2. 3 suche ich, Leute. 3. Ersthilfe 3? Nehme ich mit. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe, aber. Set, allerdings ohne irgendwas. Färbung Erdbeerblond. Ein Kommentar hat mir übrigens erklärt, was Erdbeerblond ist. In der ersten Staffel. Wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht, ja. Aber wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, heißt das so viel wie rotblond. Ja, man lernt nie aus. Gut zu wissen. Also, was heißt gut zu wissen, das wird mir jetzt wahrscheinlich nicht irgendwo mal aus einer kniffligen Lage befreien, aber ich finde es trotzdem interessant und ich freue mich auch immer über solche Kommentare, die, auch, die meinen Horizont ein wenig erweitern können. So, was haben wir noch? Nehmen wir Fallenstellen und Kfz-Mechanik mit. Ja. Wir haben ja bald die ganze... Warte mal. Ja, nice. Hat sich das doch schon gelohnt. Antibiotika kommen natürlich auch mit. Und Russische Gitarre, Jeans. Da. Einfach nur, damit der Slot nicht unnötig ist. Der müsste den Freddy Krüger Pullover ersetzen, ne? Ja. So. Sehr schön. Rucksack. Rucksack. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin schon wieder doof. Weil ich wieder vergessen habe, dass ich hier oben lang gehen kann.
das macht diese Wohnung ja eigentlich unglaublich nützlich. Also auch wenn man jetzt mal eine Herde abhängen will oder sowas, dann könnte man hier drin theoretisch einfach hoch und dann über den Balkon in die andere Wohnung und dann wieder die Treppe runter. Ist das nicht super? Wir sind auch wieder hungrig. Warte mal, ich habe bestimmt irgendein Essen, was auch meine Depression ein bisschen senken könnte. Vielleicht nicht gerade ein Bier. Oh, Comic-Heft. Super. So. Niemand drin. Nähset mit einer Nadel. Brauche ich nicht. Einen Faden hätte ich genommen, aber eine Nadel. Tatsächlich natürlich nur dem Mod mit den Spritzen zu verdanken, dass wir so viele Nadeln haben. Moment, hier ist noch ein Schrank. Schnellerei 5. Hier kommt ein Zombie. Nicht? Ich hätte schwören können. Okay. Make-up und Kamm brauchen wir nicht. Jo, nice Müsli. Das esse ich gleich mal. Wie sieht's denn aus? Ja, hier muss dringend Fleisch auf die Rippen. Früher oder später sind wir auch gezwungen, hier unsere Blutrunden größer zu ziehen. Könnte ich das mal gucken, ob die Tür offen ist, ne? Okay. So. Hey, nein. So, Bourbon. Dankeschön. Das kommt mit. Muss ich auch mit. Auch mit. Ich glaube, ich muss nach der Lootrunde jetzt erstmal die Basis zurück. Ah! Ich werde einen kurzen Abstich an die Basis machen, denke ich. Oder? Nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Müssen die 8 Kilo noch reichen. Wir können ja auch rück zu das Auto mitnehmen oder so. Wir sind ja auch gleich durch hier. Schon wieder dunkel. Ich habe ernsthaft einen Tag gebraucht, um hier durchzulooten alles.
schräg. Waffenkoffer ohne Inhalt. Bücherregal. Kochen 4. Fehlt glaube ich noch, ne? Ah. Sehe ich dort etwa Medik? Ja. Vitamine. Noch mehr Vitamine. Lohnt sich schon ja so ein bisschen. Folgendes. Ich lese jetzt Tischlerei. Und dann schlafen wir. So, F6. So, schlafen. Scheinbar eine fiese Nacht hier, 0 Grad im Zimmer. Gut. Und natürlich nehmen wir wieder Nägel mit. Ich werde aber diesmal nur die Betten zerlegen. So. Um den Rest können wir uns später kümmern. Vielleicht noch die Couches. Weiß ich noch nicht. Gehen wir erstmal runter. Was ist das denn schon wieder? Ah ja, das nächste komische Waffenmagazin. So. Das nehme ich mit. Und hier wäre noch eine Betriebsanleitung für die Generatoren gewesen. Das ist auch schön. Das darf ich nicht. Achso. Ja gut, ich kann sowieso nicht zerlegen, weil ich keine Säge dabei habe. Dann passt das ja. Er hat ja schon fast ein bisschen schlechtes Gewissen. Ja, Pflaster? Warum nicht? So, schauen wir mal, was hier so es herumliegt. Gar nichts, so ein Eintopf, mit dem ich mich umbringen könnte. Okay. Seahorse Coffee ist da oben. Da sind Läden. Und dann haben wir mal wieder ein bisschen Action. Ganz kurz schauen. 1, 2, 3. Ist erledigt. Gut, dann gucken wir mal, was bei Seahorse Coffee zu holen ist. Hier gerade ein bisschen am Schauen. Also ob ich noch ein bisschen dickere Kleidung habe. Ne? Ich hätte mal schauen sollen, ob ich eine gefütterte Hose finde, so eine Stoffhose, also die gepolsterte Hosen heißen die. Aber na gut. Jetzt hat er gerade richtig Hunger gekriegt, das ist ungünstig. Habe ich da irgendwas? Was Leichtes, was schnell zu essen geht, bevor ein Zombie kommt? Leider nicht. Da war er kaputt. Oh, ist nicht weiter schlimm. Also, ich habe es ja sowieso drauf angelegt, dass der bald kaputt geht. Ich würde aber sagen, wir machen trotzdem mit dem weiter. So.
Ich hätte auch ein Sprecheisen nehmen können, aber ich bin gerade in Baseballschlägerlaune. Chips. Nice. Brieföffner. Nehme ich mit. Kann einen Speer tun. So. Weiß, wie viele Leute sind im Seahorse Coffee und wie viele Leute sind vor allem dort hinter dem Forschungsgebäude noch. Also da könnte noch eine kleine Horde lauern, auf die ich im Prinzip keine Lust habe. Jagdmesser, danke. Karte von Louisville brauche ich nicht. Ich gehe bloß mal kurz schauen. Ah, das ist ein Indica. Komm mal her. Warte, wo ist so eine Kochmütze? Ja. Gut, gut. Da oben ist eine Horde. Ich würde die mal anlocken. Der hat einen Pfeil im Rücken. Oh, das ist ein Lebensmittelmarkt da drüben. Das ist cool. Ich glaube, aus dem Lebensmittelmarkt sind auch gerade welche rausgekommen. Ja. Vorsichtig. Vorsichtig. Das sind zu viele für einmal. Die müssen wir nacheinander. Soll ich mir mal was Lustiges zeigen? Man kann die ein bisschen. Wenn man so macht, kann man die dazu bringen, dass die sich hintereinander bewegen. Also wenn die jetzt hier so als Klumpen aufeinander sind. Und ich drücke jetzt hier mal ein bisschen so die S-Taste, seht ihr, dann wird daraus eine glatte Linie an Zombies. Und man kann die einfacher bekämpfen. Das geht auch nur bei wenig Zombies, wenn das viele Zombies sind, weil es eine größere Horde ist, dann funktioniert das nicht. Das habe ich im Stream gesehen, man spricht vom Wiggling, also vom im Prinzip vom Wackeln. Wenn ich jetzt hier so mache, so. Ich tippe einfach bloß kurz die S-Taste an, während ich die D-Taste drücke, ne? Also eine kurze Richtungstaste. Und das macht, dass der Charakter so ein bisschen wackelt und das manipuliert ein wenig die Zombies hinter mir. So, solche Ruckler wie gerade eben machen mich natürlich ein bisschen nervös. Da hat doch gerade Grabräuber gestanden. Was habe ich hier gefunden? Die Flammenfalle. Ah. Eine Metallplatte, okay. Hm, warum nicht?
So, ist so eine schwarze Digitaluhr, die nehmen wir natürlich auch mit. Ja, also wenn ich jetzt hier in eine Richtung gehe, jetzt halte ich natürlich W und A gleichzeitig gedrückt, aber wenn ich jetzt hier nur ein W drücke, dann läuft er gerade weg von mir, ne? Und jetzt kann ich so machen, kurz A eintippen und dann wickelt er so und die Zombies bilden eine schöne Linie. Ist natürlich noch ein bisschen vorteilhafter, wenn man eine Waffe hat, wo man die one-hitten kann. Wie beispielsweise ein Katana. Ach, solange es nur drei Stück sind. Hast du ein Jagdmesser für mich? War nicht. Boah, die hat ja alles. Krass, eine frische Eiscreme sogar. Ja, hau rein. Jetzt nicht, ich esse mein Eis. Sowas. Aber cool. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Die Geräusche gefallen mir halt gerade gar nicht. Wie viele 100 sind denn da drin in dem Sippi-Markt? Persönliche Challenge für mich ist tatsächlich auch, so viel wie möglich ohne Waffen kaputt zu kriegen. Also, damit meine ich nicht das Umwerfen, das mache ich gar mit Waffen, aber so auftreten. Ja, kommt halt ran. Wenn es denn sein muss. Mir gerade einfach ein bisschen Zeit erkauft. Ach, das war schön. So. Also, es war einfach, hat gut funktioniert. In dem Sinne war es schön. Ich bin natürlich jetzt
nicht unbedingt von der Ästhetik von platzenden Köpfen begeistert oder sowas, aber die Art, wie es gerade funktioniert, war einfach mal cool. So sollte es immer sein. Und ich habe halt auch keinen Fehler gemacht, ausnahmsweise. So, Gewicht steigt. Und ich wollte aber erstmal hier reingehen. Den nehmen wir später mit. Den Markt. Ich denke nicht, dass wir hier drin viel finden, daher. Okay. Ich bin dann mal weg. Dann können wir erstmal eine Basis ausladen gehen. Jetzt stellte man sich mal die Situation vor, während hier noch tausende Zombies, also wissen wie viel waren es, 900 mindestens, in dem Gebäude rumhängen. Wie wir gerade einfach nur gearscht wären. Das wäre einfach nur brutal. Reicht ja so schon. Es ist halt auch immer wieder erstaunlich, wie weit das die Zombies ranzieht. Die kommen über die halbe Map gelaufen wegen der Alarmanlage. Ich glaube, dann werde ich mir jetzt eine Säge einpacken. Was sagt denn die Zeit? Ja, wir haben noch. Erstmal schmeißt man die ganzen Bücher raus. Und dann packe ich mir eine Säge ein. Allgemein müsste ich mal schauen. Vielleicht könnte ich gleich ein bisschen was hier lassen. Ich habe hier überhaupt noch gar keine Ordnung. Stell dich schon mal darauf ein, dass das irgendwie nächste oder übernächste Folge kommen wird, wenn wir hier wieder dieses große Wühlen veranstalten. Essen ist ja ein bisschen was dazu gekommen, Medikamente auch, ein paar VHS. Ich würde sagen, den Elektrikkram packe ich auch mal hier unten rein. Das hier. So. Ich will es noch nicht zerlegen, aber eigentlich könnte ich es. Dafür ist es ja da. So. Naja, wir. Die Blutangst schlägt wieder zu. Hämophobie. Hämatophobie? Hämatophobie. Hämatom, Bluterguss. Also mit Häme ist irgendwie mit etwas mit Blut zu tun. So. Sehr schön. Passen noch ein paar Bücher rein, ja. Aber wahrscheinlich nicht alle. Ist noch mal eingedoppelt. Elektrotechnik 2 mal, vielleicht 4 mal. Ich kann mal 3er wegnehmen. So, hiervon können wir auch eins wegnehmen. Hiervon nehmen wir eins weg. Hiervon nehmen wir welche weg. So. Die nehmen wir eins weg. Ich werde auf lange Sicht wahrscheinlich trotzdem alle möglichen
doppelt und dreifach mitnehmen. So, was fehlt jetzt noch? Metallbearbeitung 3 liegt drin, 4 liegt drin, Nahrungssuche 2 liegt drin, Schneiderei 1 liegt drin, Schneiderei 5 liegt drin. Sollte passen. Gut. Ne. Hab kurz überlegt, ob ich den Müll werfe, aber das macht man nicht. Also es gibt wenige Bücher, obwohl ich besitze auch ein paar Bücher, die ich wegwerfen würde, aber normalerweise macht man es nicht. Das sind ein paar komische Business-Ratgeber. Ganz schlimm. Eine Papierverschwendung. Also wirklich, ich habe da ein Buch, das heißt Anekdoten aus dem Wirtschaftsleben. Das ist eine Katastrophe, ich weiß nicht. Das hat mir irgendwann mal geschenkt, als ich noch mein Studium gemacht habe. Für den Kontext, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und naja, das Buch ist genauso dumm, wie es klingt. Das kann man ja nicht sagen. Das ist einfach nur eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wer sich das... Also wahrscheinlich lachen Wirtschaftler über sowas, aber naja, war halt auch während des Studiums schon nicht meine Welt und daher finde ich auch heute nicht lustig. Einfach komische Geschichten drin. Also vor allem auch überhaupt nicht lustige Geschichten. Also man müsste eigentlich wirklich mal ein bisschen was draus vorlesen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ich kann das gar nicht so wiedergeben. Wäre das für eine Folge, wo man nur rumsitzt, aber man hat ja trotzdem mal zu tun. Ist ja so, dass ich dich trotzdem klicke. So, VHS machen wir hier noch rein. Weil, wenn man einfach nur auf irgendwas wartet, dann könnte man das vorlesen, aber das passiert ja im Spiel nicht. Hier ist ja immer was zu tun. So, Dosenöffner. Ich packe mal hier ein bisschen Medikamente rein. So. Muss auch das. Dann noch die Klamotten drüben in den Schrank. Hier von mir aus rein. Die antike. Aber wohl. Wir bleiben mal bei dem warmen Zeug erstmal. So. 23 Kilo immer noch mit uns. Woher kommen die? Hä? Also ich meine, ja, ein bisschen schleppe ich schon unnötigen Kram mit, aber dass das 23 Kilo sein sollen, kann ich mir so nicht erklären. Also der Regen hat anscheinend nicht gereicht, um signifikant... Moment, wir befüllen die trotzdem mal hier an den Wasserspender, wenn es geht. Ne, das ist leer. Der hat nicht gereicht, um da oben die Regenwassersammler aufzufüllen. Ach, ich könnte doch eigentlich auch mal wieder einen Brunnen bauen, ne? Das ging ja auch. Wo war denn das drin? War das hier? Waterwell, genau. An der Nägel. Oh Gott, 10 ganze Nägel. 5 Seile ist natürlich auch nicht so leicht. Kiesack, einer Schaufel. Und Tischlerei 7. Ja, das habe ich natürlich auch nicht. Das wird erstmal ein Traum bleiben. So, da ist er schon wieder hungrig. Und schlau wie ich bin, habe ich alles essen. Wirklich alles in der Küche lassen. Huch, wo kommst du denn her?
Ich will aber nochmal zurück zu dem Kaffee. Ja, und auf dem Weg nehmen wir natürlich alle Zombies mit, die wir sehen. Auf eine ruhige Nachbarschaft. Nicht eine ganze Gruppe. Da kam auch einer. Habt ihr was für mich? Ein Feuerzeug. Eine Clownsnase. Clownsgruppe war bloody und abgenutzt. Schade. Das ist eine richtig große Gruppe hier bildet. Ah, die Säge wollte ich mitnehmen. Schon wieder verpeilt. Das nehmen wir mit. Das mit dem Desinfektionsmittel ist eigentlich ein bisschen schade, weil, soweit ich weiß, ist die Mechanik mit den Infektionen auf den Wunden auch gar nicht mal so wild. Man kann durchaus schmutzige, infizierte Wunden haben und die heilen kaum langsamer. Das heißt, der Benefit von Desinfektionsmittel ist vernachlässigbar. Oh, ich hab's halt gerne in der Sammlung. Also mal. Also wir wissen natürlich, dass in dem Gebäude noch ein Haufen Zombies drin sind vom letzten Mal. Es kann natürlich sein, dass die mit dem Hausalarm ein bisschen rausgelockt worden sind. Und ich werde auch definitiv in naher Zukunft nochmal reinschauen. Aber alles zu seiner Zeit. Möchte ich erstmal meinen Seahorse Coffee. Sieht aber aus, als wäre die Bedienung ein bisschen unfreundlich. Das wird nicht so gute Google-Bewertung geben. Bei TripAdvisor kann ich das wahrscheinlich auch nicht empfehlen. Tut mir leid. Kommen Sie herein und probieren Sie den schlechtesten Kaffee, den eine Frau auf TripAdvisor je in ihrem Leben hatte. Oh je. Ganz ehrlich, ich sehe das noch nicht. Ja.
Tja, so ist das, wenn man nicht zur Basis zurück will, dann muss man es aussitzen. Ein Problem ist, normalerweise würde ich jetzt hier einfach mal kurz in so ein Haus gehen und die Nacht verbringen, aber dann müsste ich Essen dabei haben. Und das habe ich nicht. Weil sonst machen wir morgen früh mit einem Mordshunger auf und machen keinen Schaden. Und das ist halt auch doof. Die Musik ist grundlos dramatisch. Oh. Bisschen Zombie-Morsen. SOS. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, man kann nicht so gut morsen. Aber 1, 2, 3. Achso, man muss ja 6-mal drücken. Ah, das funktioniert nicht. Egal. Kurz, kurz, lang, lang, lang. Nee, kurz, 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 lang, lang, lang. Kurz, kurz, kurz ist das. So ist. Hat man übrigens nicht irgendwie als Code für Safe Assault oder sowas gemacht, sondern einfach nur, weil es so eine markante Signatur hat. Das ist das am einfachsten zu identifizierende Morsezeichen und das ist ja genau, was es sein soll für Notfälle, ne? Moment, wir machen jetzt kein SOS. Safe or Zombies. Ich dachte erst, der hätte dort irgendeinen geilen Hammer auf dem Rücken oder sowas, aber ich glaube, das war nur ein Mob. Ah, ist nur ein Mob. Aber ein Videospiel. Mengetasche? Nichts drin. Ich nehme die mit. Kommt in die Mob-Sammlung. Für den Känguru-Mob. Kurz mal hier schauen. Da ist keiner. Da oben rennen welche rum. Alter. Also was dieser Alarm hier wieder an Zombies zutage gefördert hat. Zu Nachte. Zack. Auf. Die Fresse. Ups. So, einer hin. Drei im Sinn. Sehr schön. Auch ohne Loot. Oh, ich bin schon wieder außer Puste. Gönnt mir eine Pause, Leute. Ich will meinen Kaffee. Vermutlich findet man da drin höchstens ein paar Zuckerpakete. Mm-mm. Mm-mm.
Uncool. Ich habe maßlos unterschätzt, wie viele Zombies da drin sind. Maßlos. Noch ein Mob. Sag mal, ist der Overall in Ordnung? Nee. Wisst ihr was, Leute? Zurück zur Basis. Nacht drüber schlafen. Und dann nochmal versuchen. Weil in dem Zustand ja, das hat keinen Zweck. Und außerdem ist es dunkel. So, jetzt müssen wir mal langsam die Musik auch sehen, will ich ein bisschen einkriegen. Voll unnötig. Ja, danke. Oh. Ist ja nicht so, als kommen wir gleich welche und reißen uns hier den Kopf ab. So, machen wir die Wasserflaschen voll. So. Depression ist eh auf dem All-Time-High, also rein mit dem Hundefutter. Zack. Ja, wobei, was man natürlich machen können, das Übliche gegen Depression. Bier. Macht er nicht, warum nicht? Oder hat er ihn gemacht? Nö. Hä? Wo ist das Bier? Hm. Egal. Einfach mal schlafen. So. Nächster Versuch. Heute wieder Überlänge? Ja. Heute wieder Überlänge. Bis dieser Kaffeeladen uns gehört. Ich sollte nicht mal solche Versprechungen machen. Oh nee, ist auch noch Nebel. Achso, es geht nicht im Laufen. So. Zack, wollen wir später naschen. So, das da rein. Das da rein. Eigentlich habe ich ja ausgestellt, dass die sich umverteilen. Also ist schon wieder ein bisschen seltsam, dass da einfach einer ist. Wie war das? Man mit Z war. Z ist G zu. Und dann drücken wir mal F4. Ja, ja. So. Wir uns mal hier ein bisschen wie die Speedrunner vor. Oh, da kommt einer. Na du? Haben wir nichts. Oh,
Die ganze Gruppe. Komm, 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 komm. Zack. 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 Alle auf den Kopf. Was haben wir da? Ein Messer? Bestimmt bloß ein Brieföffner. Ja. Ah, kannst behalten. Sind wir da dabei, sich überall zu verteilen, die Idioten. So. Darf ich jetzt meinen Kaffee trinken? Bitte. Sieht erstmal leer aus hier. Aber die Kampfmusik setzt nicht ohne Grund ein. Okay, da drin ist einer. Mehrere. Boah! Dass wir so einen Krach machen müssen, ey. Er kommt halt her. Vier Stück. Der bringt den Schraubendreher, glaube ich. Uff, was ist das denn für eine seltsame Animation? So. Schraubendreher, genau. Ein Boxer. Guck mal, ich kann auch schlagen. Oh. Mal ein bisschen Kickboxen draus. Boxhandschuh. Ach, die kann man als Waffe benutzen? Das ist ja lustig. Da ist noch ein EOD-Suit. Ich frage mich, ob die Fenster hier plötzlich aus Zucker sind oder was. Dass sie einfach so durchfallen. Wo hast du ein Overall für mich? Ich wollte nur einen Kaffee. Halt mal kurz. So, Brechstange. Er ist leider auch kaputt, der Ohr. Ich will da rein.
wird halt nichts mehr. Sieht halt wirklich düster aus. Wow, Leute. Jetzt machen wir ihn mal halt einen ruhigen. Was auch immer das ist, ich nehme sie mit. Nächster Versuch. Ihm ist halt gerade ernsthaft zu warm, ne? Jetzt nicht mehr. Das wieder inner. Hat mich natürlich auch gesehen. Obwohl, ich schleiche auch gerade nicht, aber. Und wenn es alle welche sind, die aus dem Gebäude kommen, dann habe ich da nicht mal unbedingt was dagegen. Weil, wie bereits erzählt, will ich da in naher Zukunft irgendwann mal rein. Und je weniger dann noch da drin rumhängen, umso besser. Das wäre der Brüller, wenn jetzt nochmal ein Alarm losgehen würde. Ah, so. Endlich. Schokoladenkeks. Perfekt. Dafür hat es sich doch gelohnt, hier reinzukommen. Und für den Schokoladenkeks auch. Oh, ein Teebeutel. Das ist tatsächlich cool. So, kommt alles mit. Ich würde auch gern Himbeermürbelgebäck und sowas mitnehmen. Aber. Da das verrottet ist, geht das leider nicht. Noch ein Teebeutel. Das lohnt sich. Also, Teebeutel sind tatsächlich richtig gut. Die halten wach. Auch wenn sie ein bisschen Depression auslösen. Aber man kann sich auch einen Tee draus kochen. Ah, erstmal waschen. So. Okay, Leute. Nach diesem kurzen Schütteln beende ich die Folge. Wir haben unseren Tee bekommen, aber ich werde der Bude hier auf TripAdvisor keine guten Bewertungen geben. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall danke ich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.